So, wir haben jetzt gerade Feierabend hier im Monte Pony. Deswegen unser heutiger Pick 6, der beste Whisky zum Feierabendbier dazu. Und wir haben ja auf unserer Karte auch den Pony Maker, der vielleicht schon gesehen. Und unser aktueller Pony Maker ist der Teeling Stout Cask. Sehr gute Nummer. Teeling, schöne Destille in Dublin. Und der ist auch noch nachgereift im Schwarzbierfass. Passt also perfekt zum Bier. Gutes Teil. Wir bleiben in Irland, gehen nach Northern Ireland, also Nordirland, zu Dunvilles. Sehr schön, der hat noch ein bisschen Zeit verbringen dürfen im Sherryfass, im PX-Fass, Pedro Jimenez. Und hat deswegen hinten noch eine schöne Süße, auch sehr lecker für kleines Geld. Wir versuchen sowieso, alle Whiskys, die wir euch jetzt zeigen, super Preis-Leistung, entspannter Preis rauszugeben. So auch der nächste hier, einmal ein paar Meter weiter aus Schottland. Springbank Distille, sowieso eine unserer Lieblingsdistillen. Hier eine wunderschöne Fassstärke, 54,8 Umdrehungen. Und das ist jetzt von den ganzen Whiskys, die ich euch zeige, der teuerste mit 7 Euro. Also wirklich für jeden Geldbeutel ganz easy Nummer. Wenn man ein bisschen Rauch mag, auch von der Insel Islay, der Bunna Heaven, Tortue Jagar, coole Abfüllung, wenn auch unaussprechlich. Der hat eine Zeit lang im Bourbonfass ist der gelegen, eine Zeit lang im Sherryfass. Das heißt, wir haben eine schöne Mineralität, bisschen Rauch, bisschen Torf und dann hinten auch nochmal so einen kleinen Sherry-Abschluss, kleine Sherry-Süße hinterher. Super, entspanntes Teil. Jetzt einmal über den ganzen Atlantik drüber. Den ganzen? Aus dem Hause Heaven Hill, der Evan Williams Single Cask oder Single Barrel. Single Barrel heißt der. Gute Nummer, der kostet bei uns 4 Euro, ganz toller Bourbon, super lecker, greifen wir oft zum Feierabend dazu und ich denke mal, wenn ein Barteam selber das Material trinkt, dann sagt das schon genug auf. Als letzter in unserem Pick-Sick von Smooth Ambler, der Old Scout Rye. Gute Nummer, wenn man gern Rye Whisky trinkt und selbst für ein Rye Whisky eine hohe hoher Rye-Anteil in einem Mashbill, deswegen, ich habe Thomas schon mal gefragt vorhin, der hat gemeint, ja, das wird wahrscheinlich in Indiana bei MGP destilliert sein, wo auch Bullet Rye hergestellt wird. So, das waren unsere heutigen Pick 6, bester Whisky zum Feierabend. Viel Spaß!